Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Im letzten Part haben wir uns der Arena von Schleierde gestellt und waren, nachdem ich ein bisschen trainiert hatte vorher, doch eigentlich ziemlich erfolgreich. Also man muss sagen, es war bislang der schwerste Arena-Kampf mit den meisten Verlusten, aber prinzipiell denke ich, dass da noch ein bisschen Luft war. Also das war kein knapper Sieg, Gott sei Dank. 6 Pokémon! Ja, nicht schlecht. Aber ich bin trotzdem ganz froh, dass wir Hilda gepackt haben. Weil als ich das erste Mal in die Arena reingegangen bin, habe ich ja doch ziemlich auf die Nase bekommen. Und da habe ich schon gedacht, okay, du hast jetzt gelevelt. Hoffentlich reicht das auch. Spezialangriff sinkt stark, ja gut. Denn letztendlich, ich kann ja vorher schlecht einschätzen, was Hilda für Pokémon hat. Deswegen war ich mir trotzdem ein bisschen unsicher. Bin aber ganz froh, das so geschafft zu haben. Ich meine, man kann vorher immer so ein bisschen spekulieren. So ein paar Pokémon von ihr habe ich ja auf jeden Fall auch richtig erraten. Aber es ist halt schwierig, weil die können gefühlt alles haben. Ach nee, G, sei doch nicht starr vor Liebe. Bah. Ich meine, wenn ich bedenke, dass der erste Arenaleiter schon ein Aerodactyl hatte und es wirklich jedes Pokémon hier in diesem Heck gibt. Ne? Ah, super. Ich bin auch sehr auf Marinus gespannt. Also Wasser-Pokémon habe ich prinzipiell nicht so viel Angst vor. Ich habe ein Illavoltech, was ordentlich reinhauen kann. Die Sache ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was er für Wasser-Boden-Pokémon haben könnte. Sprich sowas wie Gastrodon, Morlord, Velsa, Sumpex. Mindestens eins davon hat er garantiert. 40, okay. Da muss ich dann irgendwie gucken, dass ich mich da durchbeiße, aber ansonsten denke ich mal, er wird auf jeden Fall sein Signature-Pokémon behalten haben, das ist Bojelin. Da habe ich nicht so das Problem mit. Aber er könnte auch, was könnte er alles haben? Er könnte Starter-Pokémon haben, was ich schon mal nicht so nett finden würde, wenn er da auf einmal mit Turtok, Impergator, Sumpex oder Empoleon auflaufen würde. Ich glaube, sie hat übrigens alle Formen von Burmi und Burmadam. Das ist auch ganz interessant. Was könnte er noch haben? Garados? Glaube ich eher nicht, weil Garados ist nicht so das Problem. Er könnte sowas wie ein Seedraking haben. Das wäre auch ziemlich gemein, weil es ja zumindest teilweise halt... Ach, ein Moterpel, okay. Noch den Wassertyp hat. Oder Milotic. Oh, Milotic wäre aber auch böse, weil das Ding ja doch einiges aushält. Doch, es gibt, glaube ich, ziemlich viele Möglichkeiten, was er haben könnte. Aber ich finde das auch mal ganz interessant, dass man vorher so ein bisschen spekulieren kann und letztendlich dann meistens überrascht wird, was einem da so gegenübersteht. Das ist ein ganz cooles Gefühl. Weil normalerweise kenne ich ja die Spiele, die ich Let's Play, also die Pokémon-Edition, die ich Let's Playe. Das heißt, ich weiß, was mich dort erwartet. Oder es ist ein Remake und die Teams sind vielleicht nur geringfügig verändert worden. Und wenn ich jetzt irgendwie... Gut, wenn ich ein Hack spiele, dann weiß ich es auch nicht. Oder wenn ich einen Randomizer spiele. Aber ich finde das schon ganz interessant bei Spielen, die man eigentlich kennt. Bei Regionen und Arenaleitern, die man eigentlich kennt. Wo man halt einfach nur den Typ weiß, dann so ein bisschen zu spekulieren. Was könnte da auf einen warten? Meistens ist es dann sogar noch schlimmer, als ich vermutet hätte. Das war bislang eigentlich immer so. Aber ich finde das ganz spannend. Bislang fand ich die Teams auch alle ziemlich episch. Aber großartig Angst vor Marinus habe ich so spontan eigentlich nicht. Da fand ich Lamina und Hilda wesentlich schlimmer. Das ist dann die 5. Arena. Bei der sechsten habe ich eigentlich auch gar nicht so viel Angst. Bei der 7. auch nicht. Bei der 8. habe ich wieder so ein bisschen Bedenken. Und bei der Pokémon-Liga. Aber mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Nein. Lassen wir uns einfach überraschen. Hallöchen. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und das warst du. Schön für dich. Weil man muss dazu sagen, dass das nicht nur die Arenaleiter betrifft, dass das so ein bisschen überraschend ist, was die da teilweise auffahren und was für Level die haben. Das betrifft auch die ganz normalen Trainer. Gut, die Trainerin gerade fand ich jetzt nicht so dramatisch. Die Sache ist, wenn ich jetzt auf Jan wechsle, kommt vielleicht eine Psychoattacke. Das wäre auch nicht so gut. Aber wir versuchen es mal. Ja, die war wie gesagt nicht so spektakulär, aber
dass hier ganz normale Trainer sowas wie Kokowai haben oder Simsala oder Gardevoir. Also ich finde, es ist auch schon ganz schön heftig. Es gibt mit Sicherheit noch schlimmere Hacks. Das schon. Also ich glaube, Bloody Platin ist so der... Autsch. Ah, ich bin gegen meinen Schreibtisch gehauen mit der Hand. Das war nicht so angenehm. Bloody Platin ist so der Hack, wenn es um Schwierigkeit geht. Also ich glaube, es ist so mit der bekannteste, aber es gibt mit Sicherheit noch welche, die wesentlich schlimmer sind und unfairer. Von daher gesehen. So, können wir wieder auf Neji wechseln. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass wir jetzt die Arena geschafft haben und jetzt auf dieser Route hier sind. Da sind die Gegner zwar auch halbwegs stark, aber wir putzen ja trotzdem alles irgendwie weg. Und das macht einfach Spaß. Also ich finde generell in Pokémon die Routen, finde ich. Ich glaube, ich sage zu oft finde ich. Sind sehr schön. Auf jeden Fall, ich laufe da immer gerne rüber und kämpfe gegen die ganzen Trainer und genieße so ein bisschen die Landschaft. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und wenn man dann halt noch starke Gegner hat, macht es gleich noch mehr Spaß. Es gibt ja so Leute, die finden die Routen in Pokémon immer wahnsinnig unspektakulär und schneiden die entweder ganz raus aus dem Let's Play oder schleichen um Trainer herum oder beschleunigen das Ganze. Was weiß ich. Aber ich finde gerade, ich weiß nicht, diese ganzen Gebiete sind einfach so wichtig in Pokémon. Wenn du alle Routen wegschneiden würdest, dann hättest du ja nur noch die Städte mit den Arena-Kämpfen und so ein paar Story-Highlights, sag ich mal, so Rivalenkämpfe, Story-Finale und so weiter. Also ich weiß nicht, würde nicht mehr viel übrig bleiben von Pokémon. Mir macht das einfach sehr, sehr großen Spaß. Da ist doch bestimmt noch ein Item versteckt. Ich will nachgucken. Carbon, okay. Was ich auch immer ganz interessant finde, allgemein ist es meistens so, dass, diese Lücke ist auch gar nicht verdächtig, dass bei Pokémon und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Spielen einfach immer die Parts, wo wirklich was sehr Großes und Story-Relevantes passiert, das sind die, die am meisten geguckt werden. Logischerweise, abgesehen jetzt von ersten und letzten Parts. Also ist ja normal irgendwo, dass der erste Part von einem Projekt besonders viele Aufrufe hat, weil da auch noch viele Leute einfach mal reinschauen. Wer fängt das jetzt gleich ab? Ich würde sagen, Chris fängt es mal ab. Und viele Leute werden sich dann auch denken, die gucken rein, ist nicht meins, und gucken dann in die nächsten Parts einfach nicht mehr rein. Und dass der letzte Part besonders viele Aufrufe hat, sollte auch klar sein, weil die meisten dann das große Finale sehen wollen. Ansonsten, Arena-Kämpfe, Rivalenkämpfe, Story-Finale, Pokémon-Liga und bei anderen Spielen eben auch gewisse Höhepunkte. Also man merkt das schon, dass das so die Parts sind, die wohl am interessantesten sind. Oder aber Parts, wo man failt und wo man am Videotitel schon absehen kann, dass man failt, die werden auch gerne geguckt. Aber ich finde es auch immer sehr schön, wenn ich in den Kommentaren sowas lese wie ich mag auch die Parts, wo du einfach über Routen läufst und über irgendwelche Themen redest, weil man da so schön mitreden kann. Das finde ich auch immer sehr schön. Weil das ist, glaube ich, so Gegenstoß. Hast du noch einen Attackenslot frei? Na, ich glaube, ich möchte keinen Gegenstoß. Falsch gedrückt. Schon wieder falsch gedrückt. Ich bin gut. So. Nein. Danke. Was ich sagen wollte. Es ist, glaube ich, somit das größte Kompliment, was man einem Let's Player oder einer Let's Playerin machen kann, wenn man einfach, mehr oder weniger sie dafür lobt oder ihn dafür lobt, dass man einen Part irgendwie, der Sprite sieht komisch aus, unterhaltsam gestalten kann. Und das ist somit das Wichtigste. Ich finde, wenn man was sehr Storylastiges hat, wo sehr, sehr viele Texte da sind, klar, das sollte man schon halbwegs gut rüberbringen und gut vorlesen. Und wenn man wichtige Kämpfe hat, dann sollte man das auch, sag ich mal, passend irgendwo kommentieren und gestalten. Aber ich finde so die Gebiete, wo eigentlich gar nichts wirklich spannend, also in Anführungszeichen Spannendes vom Spiel aus passiert, diese Abschnitte wirklich dann so zu gestalten, dass man sich das trotzdem gerne anguckt und anhört, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich es immer sehr schön, wenn Leute da was zu schreiben. Er hat übrigens ein sehr schönes Team, muss ich sagen.
Fully Purba ist toll. Ich muss irgendwann mal mit Fully Purba spielen. Hätte sich ja hier eigentlich angeboten in Bloody Platin, aber irgendwie hat es nicht mehr in mein Team gepasst. Ich sollte generell irgendwann mal ein Let's Play machen, wo ich nur Evoli-Entwicklung im Team habe. Das wäre ziemlich cool. Die Sache ist, es gibt mittlerweile schon so viele Evoli-Entwicklungen. Das müsste sich irgendwie Aquanalizza Flamara, Psyana Nachtara, Fully Purba, dann ist das Team quasi schon voll und dann hast du noch Glaciola und Felinara. Man könnte natürlich auch einfach alle nehmen und dann immer dazwischen hin und her wechseln. Quasi mal den und mal den mitnehmen. Das wäre schon ziemlich cool, aber ich weiß nicht. Ich meine, das wäre dann ziemlich vorhersehbar, was für ein Team man hat. Aber das wäre ja auch nicht unbedingt schlimm, denke ich. Bei mir ist das sowieso meistens so. Manche Teams sind ziemlich vorhersehbar bei mir. Beispielsweise in Alpha Saphir oder in Pokémon XD war das, glaube ich, sehr vorhersehbar, was ich da im Team hatte. Und dann bei anderen Sachen, wie bei Kristall zum Beispiel oder jetzt hier bei Bloody Platin, ist es eben nicht so. So oder so, klar ist es immer schön, wenn man ein paar Überraschungen im Team hat und wenn man als Zuschauer auch das Team gerne mag, aber wenn es von vornherein quasi schon mehr oder weniger feststeht, ist das ja auch nichts Schlimmes. Nee, aber von daher gesehen fände ich es echt mal interessant, ein reines Team mit Evoli-Entwicklungen zu haben. Auch wenn man dann, wie gesagt, von vornherein das Team kennt. Aber es ist ja nicht so das Ausschlaggebende, dass Let's Play jetzt gut oder schlecht ist, ob man da überrascht wird oder nicht. Aber das fände ich schon ganz cool. Die Frage ist, wo sich das anbieten würde. Ich habe keine Ahnung. Prinzipiell müsste man es ja eigentlich mit der 6. Gen machen, weil man sonst Felinara nicht dabei haben kann. Ich weiß nicht. Muss ich mal im Hinterkopf behalten, ob man sowas nicht mal irgendwann in irgendeiner Edition machen könnte. Oder man macht es natürlich irgendwo in Gen 2 oder 3, wo es halt noch nicht so viele Evoli-Entwicklungen gibt. Dann hast du quasi 5 Stück plus Evoli. Das wäre da eigentlich auch ganz passend. Muss ich mal gucken. Ach komm. Einfach aus Prinzip, weil der so episch aussieht. Generell, es gibt mittlerweile so viele Pokémon und es werden ja vielleicht noch mehr. Man hat so viel Auswahl. Es gibt so viele Pokémon, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Und so viele Teams, die ich mal ausprobieren möchte. Und dann gibt es ja auch, weiß ich nicht, so viele verschiedene Challenges, die man machen kann. Ich meine, die meisten davon interessieren mich jetzt nicht so sehr, weil ich eher diejenige bin, die Spiele normal durchspielt, in Anführungszeichen. Aber da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile so viele Hacks von den ganzen Pokémon-Editionen und teilweise auch komplett eigene Hacks. Es gibt Randomizer und weiß ich nicht, so viel, was man machen könnte. Das wird jetzt ein bisschen wehtun, befürchte ich. Neji? Neji? Nope. Neji ist, glaube ich, so das Pokémon in meinem Team, was bislang am häufigsten draufgegangen ist. Das sagt ja irgendwo schon alles, ne? Na gut. Dann muss Chris das halt machen. Finsterfaust. Oh, du kannst... Natürlich kannst du auch noch Knirscher. Natürlich. Ich hätte nichts anderes erwartet. Ich glaube, da reicht der Schattenstoß aber nicht. Habe ich so das ungute Gefühl. Hoffen wir mal, dass du jetzt kein Erdbeben machst. Weil du denkst, ich bleibe drin und du machst nochmal Knirscher. Natürlich! Ab da! Wie unnötig einfach. Dieses Hippoterus ist so böse. Ah. Oh. Ich hasse das. Wie das Ding voll predicted hat, dass ich wechsle und dann Erdbeben gemacht hat. Das war eigentlich mega unnötig. Weil eigentlich hätte man ja gedacht, okay, ich bleib drin, mache ich nochmal Knirscher. Nö, nö, jetzt auf einmal mache ich doch Erdbeben für den letzten Rest. Für den Fall, dass Panferno reinkommt. Boah, Adelbert, bist so ein Doofkopf.
Ah, da ist noch ein Item, was ich mir gleich holen muss. Dich hatte ich, glaube ich, schon bekämpft. Dich hatte ich auch bekämpft. Jetzt muss ich nur irgendwie durchs hohe Gras durchkommen. Ich packe mal Amde nach vorne, weil mit Amde kann ich auf jeden Fall fliehen. Dumm, die dumm. Ja, da kommt auch direkt was. Hallo, Pedo-Hypno. Hypno wäre übrigens ein Pokémon, was ich niemals mitnehmen würde. Ich weiß nicht, ich mag Hypno einfach nicht. Es gibt ja viele Pokémon, die ich auch nicht so toll finde und wo ich mir denke, okay, denen gibst du mal eine Chance und probierst sie aus. So wie Zwirklub ist eigentlich auch gar nicht so mein Fall. Aber ich finde, er macht sich ziemlich gut und Zwirr findet es episch. Aber so Hypno? Nein. Nichts gegen Leute, die Hypno mögen, aber nein. Ich denke nicht. So. Ich überlege gerade, brauchen wir da irgendwo noch den Zerschneider? Ich glaube fast schon nicht. Aber wir könnten den Zertrümmerer mitnehmen, weil da gibt es auf jeden Fall eine Stelle, wo man Zertrümmerer gebrauchen kann. Heißt, wir nehmen mal wieder Trümmerli mit. Anstelle von Katterli, wenn ich schon gerade hier bin. So. Dann wollen wir doch mal wieder. Vielleicht komme ich ja jetzt recht weit, ohne nochmal zurücklaufen zu müssen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Die Trainer hier sind schon echt übel. Ich meine, klar, dass Hypoterus allgemein hält ja schon einiges aus. Dann noch im Sandsturm. Und dann mit dem Erdbeben gegen Empoleon. Und mit diesem wunderbaren Erdbeben, was auf einmal kam, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ist es schon fies gewesen. Okay. Da unten ist doch mit Sicherheit auch noch was versteckt. Natürlich. Ein Popo-Stück. Warum nicht? Ich muss echt mal gucken, wenn wir bei dem Attackenlerner sind, wo man halt diese ganzen Stücke eintauschen kann, ob ich irgendwie noch welche bekommen kann für gewisse Attacken. Die Sache ist, die Dinger findet man halt vereinzelt im Spiel. Ansonsten im Untergrund. Und im Untergrund danach zu graben ist die Hölle. Vor allem, wenn man dann irgendwie mehrere davon braucht. Das ist echt doof. Kühnheitsufer. Ah, da ist auch noch ein Item. Ich könnte natürlich auch einfach Schutz aktivieren. Das wäre vielleicht... Hi! Besser, aber so können wir zumindest hier ein paar Pokémon sehen. Irgendwie war dieses Satzen ja auch zu lange auf der Sonnenbank, oder? Sieht so ein bisschen so aus. So ein paar neue Pokémon sehen ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ich finde das immer ganz spannend zu sehen, was man hier so fangen kann. Duflor. Also scheinbar die Pflanzen-Pokémon-Fraktion hier vertreten. Weil ich weiß ja, wo ich meine Teammitglieder herbekomme ungefähr, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Ein Hyperball. Okay. So. Noch irgendwas Interessantes hier im hohen Gras? Komm, ein Pokémon gucke ich mir nochmal an. Ultrigaria. Okay. Dieser Blick von dem Ultrigaria, ne? Bitte tötet mich. So guckt es irgendwie. Schön. Hallo. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir ja versteckt auf der Lauer. Man sagt, in diesem See lebe ein legendäres Pokémon. Ich möchte das gerne mit meiner Kamera aufnehmen, wie ich das schon früher bei anderen Pokémon gemacht habe. Ich habe damals das rote Gyarados am See des Zorns gefilmt. Hint, hint. Na gut. Dann schauen wir erstmal hier. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Warum B? Haus, Apartment, Tür, da ist irgendwie nichts. Oder Bungalow vielleicht oder so. Schon wieder. Ich glaube, dieser Ferienanlage wäre nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn auch, als ich die Rezeption verlassen habe. Wenn ich doch nur das Itemradar hätte. Damit würde ich ihn im Handumdrehen finden. Ja, dann... gucken wir doch mal, ob wir hier was finden. Aber erstmal... mit dir reden. Stopp, stopp, stopp. Ja, dich meine ich. In Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt.
Okay, man muss ihn lassen. Sie haben kreative Art und Weisen, die Wege zu versperren. Kamerateams, Entons, komische Leute, die einen nicht durchlassen. Ah, war der Schlüssel nicht hier irgendwo? Da, genau. Der lag hier nämlich direkt hinter. Dann lasst mich mal kurz nochmal wieder umschalten. Dann bringen wir der Dame doch eben ihren Schlüssel. Ja, ich weiß. Oh, da ist der Schlüssel zu meinem Bungalow. Schreibt sich das echt so? Ich habe das Wort irgendwie sehr selten ausgeschrieben gesehen, aber gut. Du hast ihn für mich gefunden, das ist aber süß von dir. Dankeschön. Bitte, bitte. Wirklich luxuriös sieht das aber nicht aus von innen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier habe ich ein kleines Dankeschön. Ah, die weiße Flöte. Ich meine, Ferienanlage am See. Die Häuser sehen von außen auch ganz hübsch aus. Und was hat man? Ein Bett? Eine Topfpflanze? Ein Regal? Ein Kühlschrank? Ein Stuhl? Ein Tisch? Ein Mülleimer? Ein Fenster? Ich meine, abgesehen von einer Toilette und einer Dusche geht's eigentlich. Aber vielleicht muss man hier einfach in den See pinkeln oder so. Und im See duschen. Gleichzeitig. Oder so. Bah, wie eklig. Hier braucht man überall Kraxler, okay. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Oder das ist die Toilette und die Dusche zugleich. Kann man sich jetzt aussuchen. Oh, na, B+. So ein Swimmingpool ist schon ziemlich cool, aber ich möchte den auch nicht immer reinigen müssen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hallo? Hallo, ich bin der Game Director. Oh, du arbeitest an einem Pokédex? Ich hoffe, du zeigst mir den Pokédex noch einmal, wenn er noch mehr Einträge besitzt. Habe ich damals in Perl tatsächlich gemacht. Aber es lohnt sich ja nicht wirklich. Du kriegst dann höchstens so eine wunderschöne Urkunde, aber das war's auch schon. Okay. Dann gucke ich mich jetzt in den Häusern nochmal eben um. Da oben gehen wir auch noch rein, aber erst beim nächsten Mal, weil da drin warten einige Kämpfe auf uns. Du ziehst vom Pokémon Center zu Pokémon Center. Du wirst mir in der Zukunft lesen, aha. Im Verborgenen lauert ein Unglück. Es hängt von dir ab, ob du daran wächst oder dich davon unterkriegen lässt. Wie tiefgründig. Und die teilen sich ja jetzt zu dritt dieses Zimmer? Ich möchte gar nicht wissen, wie sie das anstellen. Ah, Bizarro-Raum. Ja gut. Klappt es zum normalen Durchspielen? Ist jetzt auch nicht so zwingend notwendig, die Attacke einzusetzen. Und dann noch einmal hier reingucken. Es ist so mies, dass du hier die ganzen Items siehst, aber nicht drankommst. Ja, über die Strudelinseln habe ich schon so ein bisschen was gehört. Ich finde das so schön, dass sie so viele Anspielungen haben an die Strudelinseln und den See des Zorns. Das ist schon ganz cool. Guten Tag, möchten Sie übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben keine Reservierung. Das tut mir leid, denn wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Nimm ich auch. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Und was hast du noch Schönes zu sagen? Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Ja gut, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir mal in dieses 7-Sterne-Restaurant hier und kämpfen so ein bisschen und ja, ich denke, bis Weideburg sollten wir eigentlich kommen beim nächsten Mal. Es ist ja gar nicht mehr so weit. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Bloody Platin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.